die geheimnisvolle Nachtseite des Lebens. Es hat mich schon zu Studienzeiten fasziniert. Ich habe sogar zu meinem Beruf gemacht und bin Schlafmediziner geworden. Als Arzt weiß ich, wie wichtig guter Schlaf für Gesundheit und Wohlbefinden ist. Schließlich macht er ein Drittel unserer Lebenszeit aus. Aber immer mehr Menschen schlafen schlecht und vor allem zu wenig. Und zwar weltweit. Ich frage mich, wie gehen verschiedene Kulturen mit Schlaf und Schlafstörungen um? Wie schlafen die Menschen in anderen Ländern? Was sind Klischees und Mythen? Und was sind gesicherte Fakten? In diesem Film blicken wir nach Japan, Spanien, in die USA, nach Frankreich. Wie kommen die Franzosen durch die Nacht und wie ausgeschlafen sind sie am Tag?